Hallo und herzlich willkommen beim zweiten Teil unserer vierteiligen Photoshop-Serie für Anfänger. Heute zeigen wir euch, wie man einen schiefen Teil des Bildes waagrecht ausrichtet. Hier könnt ihr den Vorher- und Nachher-Effekt sehen. Nun starten wir mit der Bearbeitung des Bildes. Zu Anfang ist eine Duplikation der Hintergrundebene vonnöten. Wir bleiben in der duplizierten Ebene und nehmen das Linealwerkzeug zur Hand. Dann ziehen wir im schrägen Bereich des Bildes eine schiefe Linie. Danach klickt man in der Optionsliste auf Ebene gerade ausrichten. Jetzt kann man schon einen Unterschied feststellen. Um die Kleinigkeiten am Rande zu retuschieren, wählen wir den Kopierstempel aus. Wir halten die Alt-Taste gedrückt, um den Teil aufzunehmen und an einer anderen Stelle wieder abzulegen. Schon kann man den schiefen Turm von Pisa nicht mehr als schief bezeichnen. Viel Spaß beim Ausprobieren wünschen euch Sabrina und Birgit.